Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Agar.io. Ich weiß nicht, was davon der genaue Name ist. Man sieht im Hintergrund hier schon ein paar Punkte rumwieseln. Ich erkläre euch am besten mal, worum es darin geht. Man ist einer von diesen Punkten, man hat es gerade gesehen bei Doge. Er hat gerade einen Punkt konsumiert. Das sind alles Punkte und man muss hier durch erstmal aufsammeln von kleinen Punkten und dann konsumieren von Mitspielern muss man es schaffen, eine gewisse Größe zu erreichen. Oder sagen wir es so, man muss es eigentlich nicht schaffen. Aber man sieht hier rechts oben, Deutschland ist auf zweiter Stelle, sieht man eben hier Leaderboard, wer ist Erster und so. Und normalerweise wollen Spieler es dort auch hinschaffen. Und ja, ich gehöre da dazu. Das Spiel hat mich süchtig gemacht. Ich nenne mich jetzt mal nicht typisch, weil es, wie man bei Doge gesehen hat, gibt es da gewisse kleine Punkte, irgendwas, was man eingeben kann. Und dadurch bekommt man einen Skin. Jetzt gucken wir noch mal, jetzt muss ich mir gerade noch mal überlegen. Da war doch ein Skin. Ah ja, ich glaube German Empire hieß der. Und ich bin schwarz-weiß-rot. Hi Deutschland! Wieso bin ich kleiner? Das Deutsche. Nee, ich bin nicht kleiner. Das Deutsche Reich, das war ein bisschen größer als Deutschland heute ist. Aber egal. Und ja, ich habe auch ein paar Sachen zu sagen. Auch ein Grund, warum ich dieses Video mache. Ich sollte. Ja, wenn ich mich noch darauf konzentrieren kann, dass ich nicht. Es stört mich gerade, dass es ein bisschen ruckelt. Der CIA. Stop! Stop! Ich weiß, dass die überall ist, aber. Nein! Blocks! Blocks, danke. Wenn man die echt auch mal so leicht loswerden würde. Hi Origin, kann ich dich essen? Nein? Oh, Mädchen hat mich gegessen. So, das muss ich aber erstmal kurz gucken, dass ich das auf die Reihe bekomme, dass das nicht mehr so ruckelt. Bis gleich. So, jetzt nehme ich wieder auf. Jetzt kann man mal wieder gucken. Jetzt soll es eigentlich nicht mehr so ruckeln. Es ist. Nein, nicht Polen. Nein, 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 nein. Andersrum. 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 Nicht mein Polen. Stop. Stop. Ja, nein, Mojack, nein. Ich wollte mich eigentlich darauf konzentrieren, noch was anderes zu sagen. Fuck you, Wasp. Die arme Wespe. Wespe. Nein, nein. Keine PewDiePie-Zitate. Wirklich nicht. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig kommt von mir. Also so wenig, gar nichts. Ich bin zurzeit privat wieder ein bisschen hier, ne? Party und so. Hab nicht viel, haha. Hab zu viel zu tun. Deswegen komme ich nicht ganz hinterher. Es kann sein, dass ich jetzt deutlich seltener erstmal was poste. Ich weiß nicht wie lang. Ich versuche es aber hinzukriegen, dass ich sehr bald wieder was poste. Kann aber für nichts garantieren. Danke, Kadir, danke. Ah ja, das sollte ich euch vielleicht auch noch kurz erklären. Über Space kann man sich splitten. Dann passiert genau das, was der gerade gemacht hat. Das kann man machen, weil kleinere Punkte sind, je größer man wird, desto langsamer bewegt man sich. Kann man sich splitten und dann kann man Leute, die nicht so weit von einem weg sind, einfach konsumieren dadurch. Auf W kann man so ein bisschen Masse abwerfen. Was das bringt, habe ich selbst noch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe gehört, man könne damit diese Dinger hier füttern und dann werden das mehr. Jetzt bin ich zum Beispiel klein genug. Ich kann mich da drin sogar verstecken. Aber sobald man größer ist und an diese Dinger hinkommt, das sind Spikes an den Rändern, platzt man. Beziehungsweise teilt sich halt in mehrere kleine Selbst auf. Ich zeige euch das mal. Ich kann es nicht zeigen, ich bin zu klein. Schade. Ich sollte ein bisschen konsumieren. So, jetzt habe ich Leertaste gedrückt, jetzt bin ich zweimal da. Ich steuere übrigens beide mit der Maus jetzt. So, worauf ich noch eingehen wollte, danke, ist, nee, lass mich doch mal in Ruhe, lass mich doch mal konzentrieren, mich kurz, ja. Ich habe zu lange nicht mehr Let's Played, wollte ich sagen, ah ja, genau, ich habe mitgekriegt, da gibt es so einen riesigen Rumor um Julians Blog, meine Meinung zu Julians Blog weiß ich nicht, ob ihr kennt, aber ich bin jetzt eigentlich durch JBB und die ganze Scheiße, was bei dem da immer passiert und was man da mitkriegt, kein so großer Fan. Auch boah, auf welchen Punkten er Rap bewertet, das ist auch meiner Meinung nach nicht so gut.
Gut, ich hatte keinen Ausweg, ich hätte mich splitten können, hätte ich mal tun sollen. Aber das, was da gerade gegen ihn abgeht, das ist die ISIS. Die ist überraschend groß geworden. das geht ein bisschen zu weit, weil ich bin selbst auch ein Mensch, der sich stark an schwarzem Humor bedient. Ich bin das German Empire. Ich bin hier, ne? Also, das merkt man ja schon, ne? Schwarz-weiß-rote Flagge und so ein Scheiß, ne? Ich verstehe auch gar nicht, warum die da alle so total drauf abgehen. Weil ich meine, natürlich ist es hart formuliert, aber schwarzer Humor beinhaltet sowas nun mal. Das sollte jetzt eigentlich kein Grund sein, jemanden wirklich anzuzeigen. Das geht einfach zu weit. Meine persönliche Meinung dazu, ihr könnt eure Meinung gerne mal in die Kommentare posten. Klar gibt es auch Grenzen, aber ich weiß jetzt nicht, warum das zu den Grenzen gehören sollte. Und die GDL hat sich ja schon teilweise recht schief verhalten, um es mal nett zu sagen. Ich bin ja selbst nicht betroffen, nachdem ich ein Auto und einen Führerschein habe. Eins von beiden wäre ein bisschen hinderlich. Gay? Oh, ich habe Schwule konsumiert. Dammit! Ich habe vergessen, wo ich war. Well, fuck! Naja, jedenfalls. Mir persönlich geht es zu weit, mich würde aber eure Meinung dazu interessieren. Und ich meine, das ist jetzt so lange her. Das sollte auch eigentlich schon nicht mehr verboten sein, darüber zu reden. So, jetzt muss ich mal ein Thema ansprechen, das ist ein bisschen gewagt, nett gesagt, aber herrscht in Deutschland nicht Meinungsfreiheit? Und naja, wenn man Meinungsfreiheit herrscht und so, dann sollte man auch sagen dürfen, was man möchte und seine eigene Meinung vertreten dürfen. Da oben war Hitler. Aber man darf seine Meinung in Deutschland nicht uneingeschränkt preisgeben. Wenn man der Meinung ist, dass Hitler ein super Typ war, dann darf man das nicht sagen. Wenn man das sagt, macht man sich strafbar. Genauso wie wenn man sagt, dass das Dritte Reich super war. Gut, wenn man jetzt den Holocaust abschreitet, das kann ich verstehen, dass das strafbar ist, weil das ist ein Fakt. Aber eine Meinung über etwas zu verbieten, und das macht der deutsche Staat, wenn man sagt, ja, das Deutsche Reich war super, das ist meiner Meinung nach verboten. Nicht, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass das Deutsche Reich super war. Das interessiert mich ein Scheißdreck, der Punkt. Ich bin auch kein Fan von Juden vergasen. Ich bin auch kein Fan davon, einfach alle Ausländer abzuschieben oder zu vergasen oder so. Aber ich bin der Meinung, dass andere Menschen ein Recht auf ihre Meinung haben. Leider auch Nazis. Ich meine, sie haben es theoretisch nicht verdient. Aber nur weil sie es theoretisch nicht verdient haben, sollte es nicht praktisch verboten werden. Es schränkt die Meinungsfreiheit ein. Und auch wenn ich jetzt sage, der deutsche Staat ist scheiße, kann mich der deutsche Staat dafür oder irgendwer halt dafür anzeigen. Und das kotzt mich an. Das ist meiner Meinung nach, das geht zu weit in Sachen Einschränkung des Persönlichkeitsrechts. Und bei im Punkto, der deutsche Staat ist scheiße, betrifft es mich persönlich. Sogar. Polen! Ich will dich konsumieren! Nein! Mano! Ich bin immer das Deutsche Reich. Es war so knapp. Ich krieg dich noch, Polen. Ich krieg dich noch. Habe ich damals. Ich krieg dich auch nochmal. Ja, in puncto Ding, jedenfalls betrifft es mich auch. Und deswegen kotzt mich das schon ein bisschen an. Es ist einfach nach deutscher Gesetzlage, Grundgesetz sollte es nicht möglich sein. Die Gesetze widersprechen sich da. Und der deutsche Staat, das interessiert ihn einfach irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht. Ist ein Hurensohn. Sollte eigentlich so nicht passieren können. So wie es ist, sollte es nicht sein können. Nein. Der isst mich immer. Das ist gemein. Übrigens, die Ruckler scheine ich nicht besser wegzubekommen als so jetzt gerade. Es tut mir leid dafür. Beim nächsten Mal werde ich mehr darauf achten, dass ich es hinkriege, dass ich auch ruckelfreier das Ganze aufnehme. Jetzt gerade habe ich halt einfach diese paar Punkte hier ansprechen wollen, weil es gibt wirklich so einige Themen, die mich stören. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch nochmal ein extra Video machen. So rein reden. Let's play ist auch reden. Egal. Ihr wisst, wie ich es meine, denke ich mal. So wirklich nur reden, ohne Spiel. Nicht Let's play, sondern wenn dann vielleicht noch kommentieren. Nee, kommentieren geht auch nicht, weil dazu müsste ich dann auch noch aufs Spielgeschehen eingehen. Und ich möchte ja, wenn dann nur auf einzelne andere Themen eingehen. Der wird mich jetzt gleich konsumieren, wahrscheinlich. Hat mich nicht konsumiert, geil.
Jedenfalls, wenn ihr das haben wollt, das mal so ein Video, das würde mich schon reizen und naja, also ich wäre gerne dazu bereit. Sagt mir in den Kommentaren gerne Bescheid drüber. Mich interessieren eure Meinungen auch sehr. Und auch, ob ihr dieses Spiel mehr sehen möchtet, auf das ich mich, verdammter Scheiße, jetzt mehr konzentrieren werde. Das waren einfach so ein paar Punkte, die ich klären wollte, ja. Und vielleicht kann ich ja solche Let's Plays, weil das hier ist zum Beispiel so eins, das ist einfach ein Unendlichkeits-Let's Play. Das kann ich vielleicht öfter mal zwischen reinschieben. Ja. Also besser auch zwischen reinschieben als, als mal sowas wie GTA 4 oder so. Das ist dann auch weniger mit einem Plan oder so. Dieser Lappen. Muss das sein. Ist dann auch weniger so ein Ding, so ein geplant mit Uploadplan und so, sondern es kommt dann einfach zwischendurch, wird euch das einfach mal reingeschoben. Also, jetzt muss ich mal versuchen, ich hab's, also, das Deutsche Reich ist damals schon groß geworden, also kriege ich das auch hin, oder ich soll's zumindest hinkriegen. German! Hey! Hey, German! Sorry, ich hab's gerade erstmal verpeilt gehabt. Das Deutsche Reich hat es damals geschafft zu wachsen. Naja, gut, das Dritte Reich ein bisschen besser. Also nur auf Wachstum bezogen, nicht auf Größe. Das muss ich jetzt also auch hinkriegen. Get fucked. Ja, gut, so kann man sich auch. China! China ist kleiner als ich! China, komm her, du wirst konsumiert! Kadir! Der hat mich vorhin schon. Hi, Türkei. Oh, ich hatte ihn als klein genug eingeschätzt, dass ich durch ihn durch kann. Ich habe mich geirrt. Gott, das Deutsche Reich wurde gerade von der Türkei gefressen. Versuchen wir es nochmal. Hi Polen. Nein, 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 nein. Polen ist groß genug, mich zu konsumieren. Das passt nicht. Das ist proportional falsch. Moment. War im Deutschen Reich nicht noch ein Teil von Polen Deutschland? Also, oder sogar ganz Polen? Ich habe keine Ahnung. Deutsches Reich ist ein bisschen älter. Also im Ersten Reich war, glaube ich, Polen auf jeden Fall noch Teil. Zweites Reich, keine Ahnung. Worauf sich das Deutsche Reich jetzt hier bezieht, das weiß ich nicht. Auf welches Zeitalter? Da habe ich mich nicht gut genug informiert. Ich sollte mich informieren, bevor ich irgendwie Videos mache. Egal. Dieses Spiel hat mich jedenfalls. Ich habe das vorher überhaupt nicht gekannt. Das wurde dann plötzlich in einer Konfi gepostet und dachte ich mir so: Was ist das? Klickst so du drauf? Sucht. Fucking Sucht. Es ist so behindert und so einfach, dass es geil ist. Ich meine, ich schaff's jetzt gerade nicht mehr wirklich groß zu werden, aber ich hab's schon mal geschafft und. Das Deutsche Reich auch. Also von daher, sollte schon gehen. Außer dieser Get Fuck konsumiert mich. Oder Schweden oder China, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was ist denn los bei euch? NBPO. Geh weg. Was tust du? Ja, ich kann es nicht mal richtig lesen. Höhö, Shotgun. Den habe ich mir jetzt zum Beispiel über Splitten gekrallt. Da oben, Nazi. Hi! Oh, er hat mich konsumiert. Well, fuck. Immerhin habe ich nur die Hälfte. Deswegen ist es gut, wenn man sich splittet. Ich habe jetzt nur die Hälfte von mir verloren. So, jetzt wäre dasselbe passiert. Ich hätte wieder nur die Hälfte von mir verloren. Hätte er mich konsumiert. Also, eben dann die andere Hälfte. Deswegen kann man auch wegschießen. Es ist so eine Art. Schutz. Ich werde übrigens wahrscheinlich. Oh Gott! Oh, hi, Julius. Julius ist online. Nein, Pol, nein, nein! Girl. Fick dich! Fick dich, Frau! Girl, Mädchen. Ah, I don't give a fuck. Also, was mich auch interessieren würde, ist der Spielmodus Team, den ich vorher noch nie gespielt habe. Ich nutze jetzt mal die Möglichkeit. Und jetzt. Ich wollte mich eigentlich nicht German Empire nennen, aber danke. Teams, jetzt nenne ich mich einfach mal Kirschi LP. Okay, ich kann. Okay, jetzt heiße ich Kirschi LP. So. Oh, ich bin eh im Team, das überwiegt. Das geht natürlich auch. Dong. Penis. Naja, den Spielmodus habe ich vorher noch nie gespielt. Ich weiß auch nicht genau, wie der funktioniert. Ich habe nur mal gelesen darüber, wie der funktioniert. Mal gucken. Vielleicht. Das ist eine große Zahl. Vielleicht kriege ich es ja hin, unserem Team auch noch ein bisschen hier am Pie-Chart
mehr zu geben. Da oben rechts sieht man, es ist über ein Piechart, Gott, wie heißt es auf Deutsch? Kreisdiagramm gelöst und man sieht, wer prozentual am meisten, ja, Platz belegt, wer am größten ist, so durchschnittlich vom Team her, alle zusammengerechnet. Finde ich übrigens auch sehr schön gelöst. Jetzt muss ich nur versuchen, nicht andauernd zu sterben und nicht irgendwie ein anderes Team zu feeden. Haha, das geht nämlich hier auch. Feeden, you know? Weil die konsumieren einen ja. Also ich füttere sie, wenn ich in sie rein. Oh Gott, ich habe ihn nicht erwischt. Fuck. Ach, meine Witze werden auch nicht besser. Werden sie auch nie werden. Dong. Der heißt auch Dong. Ist der jetzt einfach mitgewechselt oder ist das genauso ein präpubertärer? Ach, fuck it. Ich würde mich wahrscheinlich auch Penis nennen, wenn ich nicht Kirschi LP wäre. Was? Mein Hirn. Meke. Ist das irgendwie ein Name? Oder? Obama! Oh Gott, nein! Obama, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Obama, lass das. Geh weg. Geh weg. Brav. Green. Da heißt Green und ist Green. Hoi. Hoi. Plop. Jetzt sollte er mich eigentlich nicht mehr konsumieren können, aber sobald er sich selbst wieder konsumiert, was übrigens nach einer gewissen Zeit von selbst passiert, dann kann er mich auf jeden Fall wieder konsumieren, glaube ich. Ich habe hier irgendwie Angst vor Nick. Nick, geh weg. Hi. Wir sind noch immer die Leader. Es gibt ja auch nur drei Teams. Aber das grüne Team nimmt zu und das missfällt mir. Just eat it. Oh Gott. Plox. Why you do this? Die sind ja noch schlimmer als ich mit den Flachwitzen. Und meine Witze sind so. In Deutschland der Osten im Vergleich zu Bayern. Von Flachheit her, meist. Meist. Ja, okay. Öfter ist meist. Doesn't matter. Green Power! Green Power, geh weg. Beziehungsweise nicht geh weg. Bleib hier, wollte ich sagen. Fuck. Scheiße. Oh, danke. Nein, nein, nein. Nein, nicht fieden. Ich will nicht fieden. Übrigens, LOL habe ich jetzt tatsächlich auch angefangen. Wenn ihr davon mal ein Let's Play oder eher einen Stream sehen wollt, ich glaube, LOL eignet sich eher zum Streamen, dann sagt da mal Bescheid. Ich habe ja einen Twitch-Channel, den ich auch verlinkt habe. Wenn ihr wollt, dann packe ich ihn euch gerne auch nochmal in die Beschreibung. Oh, Deutschland. Tut mir leid, Deutschland. Ich muss dich konsumieren. Du musst in mich eindringen. Ich will dich in mir haben. Nom. Zack. Fuck. Ich bin jetzt nicht ernsthaft zu klein. Anscheinend schon. Well, fuck. Alle versuchen Deutschland zu konsumieren und Deutschland ist einfach zu klein. Oh. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich mich gesplittet habe. Auch wenn ich ein bisschen gefeedet habe damit. Ah ja, noch eine kleine Info am Rande zu feeden. In LOL bin ich auch nicht gut. Also wirklich nicht gut. Polen! 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 Ich kann mich jetzt nicht splitten, sonst bin ich zu klein. Blocks. Grün halte ich ein bisschen weiter fern von mir. Dankeschön. Ich möchte nicht konsumiert werden, ich möchte Polen konsumieren. Polen! Ha! Ich habe einen Teil von Polen schon konsumiert. Anderen Teil auch fast konsumiert. Mom. Ja, jetzt kann ich mich nicht noch weiter splitten, sonst. Sictelan Aminaquium. Oder so. Das war ein Grund, glaube ich. Ich weiß nicht, ich spreche kein Türkisch. Doch, ich habe gerade Türkisch gesprochen. Ich kann nur kein Türkisch. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Unterschied. Jetzt kommt mal mehr zusammen, ihr beiden Kirschi-LPs. Ich habe einen Trick gefunden, wie es geht. Leel, Leel, Leel. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Kann ich mich auch so ineinander? Nee, schade. Das kann man nämlich nicht. Man kann sich nicht selbst konsumieren. Man kann nur. Also, es passiert dann automatisch, wie man gerade sieht. Aber man kann es halt nicht erzwingen. Hey, Dora. Dora der Explorer. Dora, komm her. Du bist ein minderjähriges Mädchen. Ich möchte dich in mir haben.
Das war absolut definitiv nicht politisch inkorrekt. Das war absolut richtig. Wäre richtig gewesen im Vatikan. Das ist ja erlaubt. Naja, der Vatikan. Die haben schon ihre Gründe. Nein, 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 nicht flüchten. Stop. Danke. Oh, ich bin viermal da. Heilige Scheiße, ich habe mich noch nie zweimal gesplittet hintereinander. Und diese vier Punkte sind noch immer, also die Anzahl dieser Punkte ist noch immer zu wenig, um meine verschiedenen Persönlichkeiten alle zu repräsentieren. Haha. Gott, ich weiß gar nicht, ob man sich genug splitten kann in dem Spiel, um alle meine Persönlichkeiten. Er hat einfach meine Persönlichkeit konsumiert. Lass das. Ich brauche meine Persönlichkeiten. Nur alle Persönlichkeiten zusammenbilden ein Ganzes. Naja, mehr oder weniger halten. Ach, fuck it. Leute mit Persönlichkeitsstörungen werden mich verstehen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Vermute ich. Alter, sind da viele Penisse. Man kann schon echt gut aufbauen auf den. Oh Gott, Plex. Auf den Namen von. Ich verstehe es nicht. Warum sind hier eigentlich so viele Türken, die sich irgendwie türkische Namen geben, die nicht mal nach Namen klingen? Das ist der Timer. Ich möchte jetzt aber noch kurz ein bisschen spielen und sobald ich tot bin, mache ich dann den Party auch aus. Mal gucken, wie groß ich noch werde. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch hier für unser Team ein bisschen was zu reißen, weil unser Pie-Chart sinkt nämlich. Ich muss halt mehr Grüne konsumieren. Ich muss die Grünen konsumieren. Ich muss was Grünes konsumieren. Ah, oh Gott, Kirschi. Schweden. Na gut, ist meinem Team nichts dagegen. Obama, Obama! Norm! Nein, no, nope, nope, nope. Pop of Dope oder Popo F Dope? I don't know. Not quite sure. Mich tangiert das jetzt gerade ein bisschen. Die Grünen sind überwiegend größer als. Ja, der ist keiner, aber ich kann mich auch nicht splitten, um ihn zu essen. Den kann ich. Aminakoyim! AMK! Ich muss mich entschuldigen, das habe ich mir angewöhnt. Oh Gott, nein! Nein, Kano! Nein! Nein! Blockstone! Ja, die absolut männlichste Stimme, die ich. Oh Gott, nein! 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 Polen, komm her! Ich kann nämlich nicht zu dir. Ich werde mich sonst von Kano konsumiert. Das war nah dran, dass ich mich gesplittet hätte und dann wäre ich von Kano konsumiert. Oh Gott, nein, nicht Nick. Ich hatte schon mal einen Nick auf dem Server und der hat mich. Der hat einfach alles dominiert, der war riesig. Scheiße, der Peitscher ist gerade richtig ausgeglichen. Das missfällt mir ein bisschen. Nick, geh weg. Danke. Hast ja gesehen, dass ich jetzt größer bin, ne? Kleiner Hurensohn. Moment, wieso bezeichne ich ihn als Hurensohn? Egal. Does not have to make sense. Oh Gott, Kano. Moment, Kano ist kleiner als ich. Ich gehe auf die Jagd. Ich bin langsamer. Bringt nichts. Hi. S und E. Ich glaube, das ist Sunday oder so, aber egal. S und E. Nee, SS und EE. Ja, die SS. Die war schon eine super Truppe. Und ich bringe auch trockenen schwarzen Humor. Ich werde nicht angezeigt. Ach ja. Man kann sich ja auch einfach ein bisschen sehr viel zu viel aufregen. Ja, ich glaube, das ist Deutschland typisch. So ein bisschen. Ich warte nur darauf, dass ich die erste Anzeige kriege wegen einem meiner Let's Plays, weil wieder irgendein Spastiker keinen schwarzen Humor versteht. Polen ist so klein, ich bin mit Polen gerade. Tschechei. Hi, Tschechei. Wie ist mein Team? Was ist die Tschechei in meinem Team? Deutschland soll in meinem Team sein. Und ich muss definitiv noch Polen konsumieren. Ich möchte es in mir haben. Es war schon mal in Deutschland. Sozusagen. Das war ja mal ein Teil. Oh mein Gott, nein. Tschüss. Nope. 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 Die Blocks. Puh. Okay, hier hinten sind wir alle. I can't read his name. Und ich spreche plötzlich ohne Grund Englisch. Wieso? Pascha Bicek? Wie spricht man das aus? Haup. Das ist wieder SS und EE. Wofür steht das EE? Erregende Erektion? Vielleicht.
Ekelhafte Energies? Wer weiß. Man merkt, dass ich mir nicht mehr zuhöre. Einfach nur noch Blödsinn rede. Oh, Matt Murdock. Matt Murdock. Ja, Gott! Matt Murdock. Fucking hell. Deutsch. Deutsch. Englisch. Nee, Englisch ist nicht schwer. Ich kann es nur nicht aussprechen, weil ich dumm bin und ein Deutscher. Ja. Das ist eine gute Ausrede, oder? Die zieht. Hi, Dora. Nom. Nom. Norm, habe ich gesagt, verdammte Scheiße. Ich flüchte zu schnell. Ah, ich bin schon recht groß geworden. Jetzt kann ich sicher mal hier, ne? Du Bombe, du Monster. Jetzt hier. You fucking what, mate? What do you think? Und ich habe ihn. Ha! Sorry, dass ich kurz nicht geredet habe. Ich musste mich kurz konzentrieren. Aber ich habe dafür You fucking what, mate konsumiert. Jemand mit so einem Spruch, der wird von mir konsumiert einfach. Den esse ich einfach auf. In Real Life auch. Ich gehe da mit Gabel und Messer hin und dann. Norm. Das grüne Team überwiegt. Das grüne Team überwiegt. Kratzt mich gerade an. Ist das ein Scheißhaufen? Das ist ein Scheißhaufen. Das ist echt beschissen. Falls ihr die Lache noch nicht kennt, das ist eine verarschende Lache. Falls ihr das nicht deuten konntet. Meine Freundin hat nämlich erst gedacht, als ich das erste Mal gemacht habe, dass ich keine Luft mehr bekomme. Warum auch immer. Klingt das wirklich so schlimm? Hank, sag mal die. Das ist ein großer. Nope. Und der Blaue da. Der Blaue hat nicht mal einen Namen. Hi. Du bist ziemlich scheiße, weißt du das? Teamwork. Nein, nein, Teamwork. Lass mich in Ruhe. Der will mich konsumieren, kann das sein? Nee, jetzt rolle in eine andere Richtung. Vor allen Dingen rollen. Was machen die da überhaupt? Kriechen die? Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das Spiel basiert aber darauf, dass es irgendwie Zellen sein sollen. Zellen können eigentlich gar nichts machen. Aber wenn sie sich bewegen können, das können vielleicht Amöben sein. Amöben sind Einzeller. Und die können sich auch bewegen. Die sieht man auch, ich glaube, nur unter dem Mikroskop oder so, weil die so mini klein sind. Und sind Einzeller, also ich glaube, ich bin eine Amöbe. Nein, Matt Murdock! Ja, fick ihn doch, fick ihn doch! Nein, 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 nein! Dora, nein, Blox, es ist gleich vorbei, Blox, Blox! Erstmal aufteilen, damit man noch eine Überlebenschance hat. Oh mein Gott, ich hab's vorhergesehen. Und oh Gott, ich werde so tot sein. Die machen mich gerade wieder klein. Das ist scheiße. Das Scheiße war jetzt eigentlich auf Teamwork bezogen, dass der mich was gegessen hätte, aber trotzdem hat's gepasst. Schön gemacht, Unterbewusstsein. Danke. Bitte. Ja, ich rede mit mir selbst. Mach ich doch eh schon die ganze Zeit. Ich bin Let's Player. Ich rede immer mit mir selbst. Und ich kann mit mir selbst reden, ohne allein zu sein. Naja, gut. Naja, allein schon, aber wirklich allein nicht. Selbst wenn ich allein bin, bin ich nicht allein. Allein, allein. Stop it, Brain. Stop it. Ah, der da ist auch noch kleiner. Der gehört zum grünen Team. Ich muss ihn konsumieren. Bleib hier. Manu, das ist gemein. Auf zu flüchten. Why do this? Come here. Ich hol mir dich jetzt. Fick dich doch. Sag ich doch. Nope. Nüb, nop. Mars. Ich glaube, der wollte den Skin triggern. Das geht aber so nicht. Weil hier ist Teamfarben festgelegt. Und so. Da kriegt man keinen Skin. Oh Gott, nein. Oh, ich bin behindert. Mars. Der rote Planet. Oh, wieso habe ich das nicht verstanden? Oh mein Gott. Ich will mir gerade ins Gesicht schlagen. Ich kann es nur nicht tun, weil. Sonst rede ich vielleicht. Kann ich vielleicht nicht mehr richtig reden oder sonst denkt jemand irgendwie, meine Freundin hätte mich geschlagen oder so. Biggest Booty. Wurde der versohlt oder warum ist er so rot?
Ich erwarte irgendwie eine Welle an Dislikes unter diesem Video, allein für diese ganzen richtig behinderten Sprüche. Könnt ihr mich bitte vorbeilassen, weil der konsumiert mich sonst. Und euch auch. Eigentlich solltet ihr auch weggehen. Ich teile mich mal lieber auf. Wow, war das in time. Aber just in time habe ich mich aufgeteilt. Pam. Hier, du Bombe, du Monster, du. Tuna-Sandwich. Ich hatte Hunger. Nee, nee. Ich muss eigentlich für diese ganzen Sprüche schon den Raum verlassen. Mich stört gerade. Nee, warte mal, das. Gebt euch das mal. Oben rechts, das Leaderboard. Es ist vollkommen ausgeglichen momentan. Vollkommen. Oh Gott, nein, Steve Mast. Na, 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 Plugs. Warte mal, dann esse ich dich halt. Ha! Pam! Alter, ich habe ihn gerade gefickt! Nein, nicht gefickt, gegessen. Zellen können nicht ficken. Agar! Hi, Agar. Tschüss, Agar. Hi, Obama. Nom, 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 nom. Ich bin halb ein bisschen in Obama drin. So, so. Oh Gott. Von der prozentualen Menge her war ich gerade so. Gerade mit der Eichel. Nee, Quatsch. Das war ungefähr ein Viertel von der Eichel, die erst drin war. Ich sollte es nicht auf den Penis umrechnen. Was mache ich denn da? Hi. Bye. Name is gay. Ah, ich hätte ihn fast in den Teamkollegen reingefickt. Oh no, 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 nope, 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 nope. I did it. I survived. Aber ich komme auch nicht davon irgendwie. Bin ich so langsam oder stelle ich mich hinter Sound 1 an? Ich habe irgendwie jetzt ein Problem. Die sind überall grüne und die sind durchschnittlich größer als ich. Und ich möchte mich jetzt nicht nochmal aufteilen. Oh, ich bin wieder gewachsen. Nazi? Komm, geh in mich rein. Okay. I guess he did not see that coming. Nein, 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 I can. Ich sollte nicht. Da unten komme ich nicht vorbei. Ich muss also zu Fetch Gondola, der aber in etwa genauso groß sein müsste wie ich. Und plötzlich konsumiert er mich fast. Nope, 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 nope. Das war jetzt. Oh Gott. Okay. Dann halt tot. Schade. Score 601. Das mache ich auf jeden Fall nochmal. Das Spiel macht mir. Also. Spielen auf jeden Fall. Let's playen auch, wenn ihr mehr davon ha haben wollt. Ich habe jetzt sowieso den Part vollkommen überzogen. Egal. Und nächstes Mal sorge ich auch dafür, dass das Spiel flüssiger läuft. Wenn ich es hinkriege. Ich denke aber schon. Also von daher, sagt mir doch bitte, ob ihr davon mehr wollt oder eher nicht so. Mir egal, ob über Bewertung oder Kommentare, ist eure Entscheidung. Also wäre nett, wenn ihr mir Rückmeldung geben würdet. Ihr müsst ja auch nicht. Und ja, dann einfach allgemein bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.